Guten Morgen. Ist immer noch hell dunkel draußen, ne? Vor allen Dingen, dass er auch einfach direkt im Zimmer steht. Wieso ist es immer dieselbe Uhrzeit? Ist immer noch dunkel? Ja. Okay. Ja, da hängt eine Hand. Mal sehen, was ich diesmal im Schlaf zu sehen Ja, gute bekomme. Nacht, Howard. Schlaf schön. Also, solange ich es nicht muss, gucke ich natürlich auch nicht nach, ne? Aber es kann schon sein, dass ich nochmal nachgucken muss. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. In einer halben Stunde sollte ich aufhören. Denn dann kommt mein Schwesterchen zu Besuch. So, die schwarzen Würfel willst du loswerden, ja? Immer derselbe Traum. Ja. Okay. Jetzt haben wir den Würfel hier stehen. Aber das war's. Seelen. Was? Welche Seeleneinschätzung? Was ist das denn jetzt? Hey, das ist ja mal was Neues. Alles klar. Danke, dass du es nochmal sagst. Das, ja, habe ich jetzt auch bemerkt. Nicht hier. Guten Kein Tag. Mensch an der Rezeption. Typisch. Ich möchte gerne hier arbeiten. Realities. Wo sehen wir dieses Zeichen die ganze Zeit? Ich weiß, wir sehen das die ganze Zeit irgendwo, aber wo war das? Was haben wir denn hier? Dr. Brown. Warte, so ist besser. Er hat schon wieder getan. Dr. Brown ist total durchgedreht. Außer dauernd faselt er was von Zeitreisen. Zu meinem Schutz haben wir sein Login eingezogen und sein Experiment eingefroren. Dr. Brown ist aber nicht Dr. Mason, ne? Sein Passwort ist jetzt B2 bla. Diese Information darf nicht weitergegeben werden. Ich schreibe mir das mal eben auf. Habe ich einen Stift? Ja. Ich schreibe mir das mal auf, damit ich das im Notfall weiß. B2TF1955. So. Dann haben wir das. Was haben wir noch? Hier liegt ja was im Drucker? Nö. Was steht da? Supercolor! Ich hätte auch gern einen Drucker, der so heißt. Hallo? Was? Oh Gott, wo geht's hier mal hin? Ich gehe erstmal aufs Klo. Oh, okay. Ja, in diesem Traum gibt es wohl kein Spiegelgeld. Bild. Spiegelgeld. Das auch nicht. Mal gucken, ob hier irgendwas ist, was wir mitnehmen können. Funktionieren die? Nein. Wie gemein die sind. Da machen die einfach so Musik, die sich anhört, als würde jemand rumrennen. Trink, trink, trink! Passiert auf Partys schon mal, ne? Ja, ist ja keiner Ein hier. kurzer Blick kann ja nicht schaden. Genau. Außerdem ist die Spielerin eine Frau, dann geht das. Nö. Hier ist halt keiner, ne? Achso, kann ich doch da rein? Ich dachte, ich könnte da nicht rein. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, in jedes Klo zu gucken, aber in manchen Spielen versteckt sich da ja was. Ist hier hinter was? Nein. Okay, dann gehen wir nochmal hier lang. Okay, hier geht's da. Blim, blim, blim. Diese Musik ist so gemein, ne? If you discover a fire, immediately operate the nearest fire alarm call point. Ja, okay.
Könnte ich gerne durchlesen. Ich glaube nicht, dass aber was versteckt ist. Falls ich irgendwo nicht weiterkomme, gucke ich nochmal. Können wir das aktivieren, so theoretisch? Okay, ich gucke erstmal hier. Das ist ein sehr wichtiger Raum. Hier können wir alles Mögliche finden. Tun wir aber nicht. Wir finden nicht wirklich irgendwas Interessantes. Okay. Hallo? Jemand da? Hallo? Oh Gott, hier ist aber viel. Ah. Das können wir nicht aufmachen, okay. Wie sich das hier die ganze Zeit anhört, als würde hier auch jemand rumlaufen, ne? Das, ach, was für gemeine Musik. Ich mache gleich aus. Kannst du nicht? Doch. Hallo, jemand da? Ich tanze auf dem Tisch. Okay, interessiert auch keinen. Hallo. Oh. Können wir hier schlafen? Nein. Dachte ich jetzt. Wir brauchen aber auf jeden Fall in jedem Traum ein Schlafzimmer, weil weiß nicht warum. Okay. Ah, jetzt. Oh, hier ist eine Treppe nach oben. Okay, wohin war eine Notiz? Treppen, wo wir gerade davon reden. Treppen, wenn sie im Traum eine Treppe hinaufgehen, deutet das darauf hin, dass eine Verbesserung des Status und des Reichtums in Sicht ist. Es bedeutet auch, diese Zukunftsdeutung finde ich so schwachsinnig. Die finde ich wirklich schwachsinnig. Ich meine so, ne, der Rest an Traum... Ich weiß nicht, macht man das bei der normalen Traumdeutung auch? Das sowas wie Karten oder Handlesen oder was? Also ich meine, wenn man jetzt, ne, normalerweise irgendwie, weiß nicht, so psychologisch gesehen die Träume deutet, finde ich das wirklich interessant. Wenn man allerdings die Zukunft aus dem Traum rauskristallisieren will, finde ich das schon sehr albern, muss ich sagen. Aber gut, das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich gerne daran glauben, wenn ihr es wollt, aber ich glaube dann nicht daran und finde das irgendwie komisch. Egal, ist trotzdem lustig. Also spannend oder wie auch immer man das bezeichnen will. Reichtum ist jedenfalls in Sicht. Vor allen Dingen, wenn man ja bedenkt, dass alles, was wir hier lesen, auf den Hauptcharakter ja gerade zutrifft. Also so alles auf einmal irgendwie. Okay. Es bedeutet auch, dass sie dafür gearbeitet haben. Möglicherweise haben sie eine höhere Bewusstseinsebene erreicht und betrachten die Welt jetzt von einer höheren Warte aus. Wenn sie die Treppe hingegen hinunterfallen, ist das ein Zeichen von Schwäche, dass sie nicht alles unter Kontrolle haben. Ja, das ergibt für mich wieder Sinn. Der zweite Teil. Ich sag's jetzt einfach mal öffentlich. Ich habe für mich selber, ich habe ein bisschen Angst vor geistig behinderten Menschen. Das ist nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, Vorurteil. Ja, doch, es ist schon ein Vorurteil, aber, es ist jetzt nicht so, als würde ich diese Menschen irgendwie nicht mögen oder so. Also ich habe absolut kein Problem grundsätzlich mit denen, aber ich könnte zum Beispiel nicht in einem Behindertenheim arbeiten. Das wäre einfach nichts für mich. Und das liegt daran, wartet auf die Erklärung, es hat tatsächlich einen Grund. Wir hatten, es gab mal so ein Sommerfest, da war ich, glaube ich, 3 oder 4. Ich kann mich daran erinnern. Und da war ein Mädchen, das hatte Down-Syndrom. Das wollte auch gar nichts Böses und eigentlich wollte es halt nur spielen und so. Und dann wollte mit dem Mädchen spielen. Und meine Eltern saßen in irgendeinem Raum mit den Eltern des Mädchens. Und dann sind wir rausgegangen aus diesem Raum und da ging so eine Treppe runter mit irgendwie so 7, 8 Stufen oder so. Und das Mädchen hat zu mir gesagt, komm jetzt, komm die Treppe runter und geh schon mal vor und hier und da. Und dann habe ich gedacht, gut. Also ich wusste, ich hatte irgendwie im Gefühl, die hat was vor.
Aber wusste nicht genau was. Und dann bin ich halt tatsächlich vorgegangen, die Treppe runter, und sie hat mich geschubst. Also sie hat mich wirklich die Treppe runtergeschubst. Und ich habe mir auch ziemlich weh getan dabei. Jetzt nicht irgendwie lebensbedrohlich oder so, aber so, ne? Wenn ein Kind halt hinfällt. Und seitdem ist das halt so, dass ich sehr skeptisch war immer. Und ne, es ist halt so ein Trauma irgendwie. Es tut mir auch sehr leid, weil ich weiß auch, dass viele, vor allem Menschen mit Down-Syndrom, eigentlich total lieb sind und total nett. Aber es ist so in mir verankert, das ist echt doof gelaufen damals. Wirklich doof gelaufen. Und ja. Diese Angst hat sich irgendwie nie gelegt. Also ich weiß nicht. Obwohl sie halt total unbegründet ist. Und auch, ich glaube, es ist halt auch diese Unberechenbarkeit, die für mich schwierig ist irgendwie. Ich habe hier gerade, ich kehre gerade übrigens mein Innerstes aus, und ich hoffe, wenn ihr das seht, dass ihr mich nicht dafür verurteilt, weil es ist einfach etwas, das habe ich so erlebt. Und ich kämpfe dagegen an, in dem Sinne, dass ich natürlich nicht irgendwie versuche, allzu sehr diesen Menschen aus dem Weg zu gehen, sondern ne, natürlich, ich meine, wenn die da sind, ich rede auch mit denen und ich bin auch vollkommen normal, aber dieses Gefühl ist einfach da. Sagen wir es mal so, dieses Gefühl ist einfach da. Und ja, wie gesagt, es tut mir auch sehr leid, aber es ist einfach so. Das ist, wo ich halt gerade meinte, ne, Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen und so, und dann ist das, passieren halt manchmal Dinge, die einen ein bisschen verkorksen lassen, und in der Beziehung bin ich definitiv sehr verkorkst. Okay. Aber, ne, wo wir gerade, ich erzähle das übrigens wegen dieser Treppe, und ich habe tatsächlich danach öfters mal einen Albtraum gehabt, dass mich jemand die Treppe runterschubst. Und das ist halt genau das Zeichen von Schwäche und nicht unter Kontrolle haben. Und das ist halt was. Ich hatte das in dem Moment nicht unter Kontrolle. Und es wurde halt einfach was mit mir gemacht. Das ist, ich weiß, Menschen haben schlimmere Dinge erlebt, aber weil das halt gerade auch dieses Erlebnis, genauso wie dieser Albtraum mit der Treppe zu tun hat, fand ich es. Habe ich das jetzt einfach mal erzählt. So. Treppengeländer. Ist irgendwie schwierig, wenn man sowas erzählt, danach einfach weiterzumachen. Aber gut. Treppengeländer. Damit haben sie etwas, an dem sie sich festhalten können. Sie haben eine gute Grundlage, auf der sie ihre Zukunft aufbauen können. Ja, ein Treppengeländer. Hier ist kein Treppengeländer. Dieser Strich war wieder da. Okay. Wir haben also keine Zukunft. Oh, sind mehrere Räder. Schön. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Oh, okay. Hier müssen wir erst einen Code freischalten, ja? Gut. Hier ist eine Art Wartezimmer. Sind wir in der Arztpraxis? Nö, ne? Okay, den Weg gehen wir auch noch. Mann! Oh. Verstehe. Gut, dann gehen wir den Weg jetzt. Hallo? Hallo? So, jetzt aber. Musik, hör auf, so gruselig zu sein. Du hast überhaupt keinen Grund dafür. Ist wieder Kaffee, ne? Entschuldigung, ich musste gerade an meinem Mauskabel ziehen. Ist hier sonst irgendwas? Ist das eine Karte oder? Ne, ist nur ein Loch im Tisch für die Kabel. Na gut. Sonst ist hier gerade nichts. Dann gehen wir mal. Diese Türen sind echt dreist. Die schubsen mich andauernd. Hä? Müssen wir hier eine Bombe hinlegen oder was soll das bedeuten? Vielleicht bedeutet es auch gar nichts, sollen einfach Graffitis sein. Haben. Habe ich schon wieder was gehört? Das ist doch furchtbar. Ich glaube, mein Gehirn spielt mir Streiche, aber okay. Skulls! Gut. Die Wände, guck mal hier, die Pixel. Das ist ja spannend. Hier irgendwas zu mitnehmen? Nicht, dass sie irgendwas übersieht? Ich glaube nicht. Ich bin ja nun echt kein Experte auf diesem Gebiet, aber wer auch immer das hier gemacht hat, sollte Nachhilfeunterricht nehmen. Findest du das nicht schön?
Okay. Hier geht's irgendwie wieder raus. Das ist schon irgendwie niedlich, finde ich. Gut, die Farbe tropft runter, ist nicht so gut. So gut, ist nicht so gut. Ich und reden, ne? Furchtbar manchmal. Okay. Was steht da? Jota. Jota im... Oh, hi. Ich habe dich gar nicht gesehen. Fenster. Fenster symbolisieren gewöhnlich große Hoffnungen und große Möglichkeiten. Sie können neue Horizonte sehen und schreiten vielleicht voran, indem sie ihre vergangenen Zweifel hinter sich lassen. Verbretterte Fenster. Ein mit Brettern vernageltes Fenster in ihrem Traum steht für ihren eingeschränkten Blick auf das Leben. Vielleicht sollten sie mit etwas Neuem beginnen, wie einem Hobby oder einem anderen Berufsweg. Das Symbol kann aber auch... einen verletzlichen Zustand repräsentieren, der langsam abnimmt. Einen verletzlichen Zustand repräsentieren. Okay. Die sind vernagelt. Die. Mensch, dieser Strich immer. Die anderen waren aber zugemauert. Was hat das denn wieder zu bedeuten? Bedeutet das was anderes, oder? Wir haben diesen Zahlencode auch noch nicht gefunden, ne? Hallo, lass mich raus. Hier standen aber keine Zahlen irgendwo. Kommen wir hier drunter durch? Hat jemand den Aufstand geprobt? Ein wütender, niederer Angestellter, der mit einer aufgebrachten Meute das Management attackiert hat? Ein niederer Angestellter, wie sich das anhört. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Lass mich... Wir proben auch den Aufstand. Ja! Wow. Okay. Hier ist immer noch kein Code gewesen. Das heißt, wir können da leider noch nicht rein. Ich habe zumindest keinen gesehen. Dann gehen wir nochmal weiter hoch. Wir müssen an die andere Treppe noch hochgehen. Ich weiß. Vielleicht sollen wir das zuerst machen? Ich weiß immer nicht, was hier richtig ist, was falsch ist. Das ist schlimm. Geh jetzt mal zur anderen Treppe eben. Treppe da. Weil das hier ist ja dieselbe Etage wie das, ne? Und das ist... Ah, okay. Das... Ja. Ich gehe nochmal aufs Klo. Ich muss nämlich mal... Ich muss wirklich. Schon wieder. Wegen dem ganzen Kaffee. So, hier ist aber nichts. Ist hier irgendwas? Wenn jetzt doch irgendwo eine drauf sitzt, ne, dann schrei ich aber. Dann habe ich ein bisschen... Stell es mal vor. Okay. Leider muss ich wirklich aufs Klo. Dann würde ich sagen, das da lese ich in der nächsten Aufnahme. Und ich bin dann erstmal weg für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist ja doch schon sehr interessant. Und bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir die Rätsel lösen oder ob wir doch noch welche nachgucken müssen. Aber wir werden sehen. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.